Herzlich willkommen zu BIM auf die Straße bringen, unserem Virtual Live Event hier und heute zur Digitalisierung und der Zukunft des Tiefbaus. 51.000 Kilometer. 51.000 Kilometer Autobahn und Bundesstraßen haben wir in Deutschland. Man könnte also sagen, dass die Straßen die Adern unseres Landes und unserer Welt sind, denn Straßen verbinden. Straßen halten Länder am Leben, wenn man sich vor allen Dingen mal überlegt, wie viele Waren, wie viele Millionen Tonnen von Waren täglich über unsere Straßen transportiert werden. Straßen allerdings zu bauen, zu betreiben und zu verwalten, das ist ein anderes Vorhaben und ein wesentlich komplexeres, als sie am Ende zu befahren. Und genau deshalb sind wir hier heute zusammengekommen. Wir möchten vor allen Dingen lernen, wir möchten diskutieren und informieren. Mit dem Ziel, den Straßenbau in der Zukunft besser, einfacher und schneller zu machen. Dabei geht es vor allen Dingen natürlich einmal um den Bau, um die Planung, aber natürlich auch um die Instandhaltung. Die Digitalisierung in der Infrastruktur wird dazu den wesentlichen Beitrag leisten und Digitalisierung ist deswegen heute auch ein ganz wichtiges Stichwort. Vielleicht nicht so wichtig wie ein noch wichtigeres Stichwort, und zwar das Stichwort BIM. Building Information Modeling. Ab 2025 ist BIM eine verbindliche Grundlage für alle Beteiligten. Das bedeutet für alle Planungsbüros, für alle Bauüberwacher, für alle Baufirmen im Bereich des Tiefbaus. Und deswegen sollten wir uns natürlich heute schon damit auseinandersetzen und genau darüber sprechen. Wer digitalisiert eigentlich die Baustelle konkret? Wie sehen aktuelle Pilotprojekte aus? Wie sehen erste Erfahrungen aus? Aber auch, welche Technologien kommen zum Einsatz und welche Startups sind in dem Bereich vielleicht auch wichtig und relevant, jetzt und auch in Zukunft? Letztendlich hat das Land Baden-Württemberg schon 2017 eine Reihe von verschiedenen BIM-Pilotprojekten ins Leben gerufen. Das alles mit dem Ziel, BIM auf die Straße zu bringen. Und genau das ist heute auch unser Motto. Ich möchte euch jetzt mal einen kurzen Abriss von dem geben, was wir heute vorhaben. Wir werden jetzt gleich in dem Talk vor allen Dingen euch mal ein Big Picture geben, also einen Überblick über all das, was wichtig ist, warum BIM, was sind da die ersten Erfahrungswerte. Dann gucken wir uns aber vor allen Dingen auch nochmal zwei Themen in der Tiefe an. Das ist einmal der Neubau und das Thema Sanierung. Wir werfen dann einen Blick auf innovative Technologien. Da werden wir auch nochmal neue Gäste hier mit an Bord haben. Da bin ich ganz gespannt, was die uns erzählen. Und dann zum Schluss wagen wir einen Ausblick in die Zukunft und schauen uns an, was als nächstes in dem Bereich kommt. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal ganz smooth rein in das Thema Big Picture und verschaffen uns einen Überblick. Und dazu haben wir natürlich drei super spannende Gäste eingeladen. Und ich möchte sie jetzt erstmal vorstellen und vor allen Dingen auch mit einem kleinen Statement, denn jeder hat mir vorab ein Statement zugesandt. Ich fange bei dir an, Tanja. Tanja Jakojewitsch, du bist vom Ministerium für Verkehr in Baden-Württemberg. Du bist BIM-Referentin der Straßenbauverwaltung des Landes Baden-Württemberg. Und dein Zitat lautet: Damit BIM im Straßenbau Einzug hält, muss man mit gutem Beispiel vorangehen, und zwar alle Beteiligten. Über diese gemeinsame Sache, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Dann mit an Bord heute ist Heiko Engelhardt. Schön, dass du da bist, aus dem Regierungspräsidium in Stuttgart. Du bist leitender Baudirektor des Referat Ost für die Umsetzung in der Praxis. Kannst also gleich bestimmt ganz viel auch von den Pilotprojekten berichten. Und du sagst, die lückenlose und genaue Dokumentation des Baufortschritts wird der Schlüssel für erfolgreiche BIM-Bauprojekte sein. Schön, dass auch du da bist. Freue ich mich auf deine Erkenntnisse. Gerne. Und dann mit an Bord haben wir Nikolai Nolle. Du bist der Co-Founder und COO von Vigram und du kümmerst dich letztendlich um die BIM-Konzeption. Du machst aber auch ganz viel Beratung, Consulting für die technische Umsetzung, also auch ganz nah dran. Ihr arbeitet auch sehr eng zusammen, das durfte ich schon in den Vorgesprächen erfahren. Und du sagst, dass wir brauchen smarte Technologien, um die Straßen von morgen zu realisieren und die Grundlage für den Betrieb zu schaffen. Also immer ganz nah auch an den technologischen Trends vor allen Dingen dran. Schön, Nico, dass du auch mit an Bord bist heute. Jawohl, danke. So, und ich würde sagen, lasst uns direkt reinstarten und zwar mit dem ganz großen Blick auf die Vision, Tanja. Nimm uns doch da mal mit, was ist denn letztendlich die Vision des Verkehrsministeriums zu der Einführung von BIM? Ja, die Vision des Verkehrsministeriums ist eigentlich ganz einfach gesprochen. Wir möchten, dass die Straße in Zukunft mit uns kommuniziert. Das heißt, wir möchten wissen, wann tut es der Straße tatsächlich an welcher Stelle weh. Mhm. Die Straße teilt uns ihre Wehwehchen mit, damit wir wissen, an welcher Stelle, zu welchem Zeitpunkt wir draußen die Straße sanieren müssen. Wichtig ist hier, dass wir unser Straßenbild, ich sag mal, virtuell und digital abbilden. Das heißt, wir möchten unser Straßennetz
irgendwann mal insoweit digitalisiert haben, dass wir in einem virtuellen Raum das gesamte Straßennetz überblicken können. Das nennt man im BIM-Kontext auch einen digitalen Zwilling von unserem Straßennetz herstellen. Das ist so unsere Vision, damit wir vor allem, ich sag mal, unsere Betriebsphase sehr effizient nutzen können und auch sehr ressourcenschonend nutzen können. Dann haben wir eine sehr, ich sag mal, organisatorische Vision. Wir möchten gerne in Zukunft papierlos planen und bauen. Das heißt, ich möchte keine Büros mehr mit Plänen, die man aus dem Plotter holt, sondern ich hätte gern digitale Daten, ich hätte gerne Modelle, mit denen wir tatsächlich dann eben planen, bauen und auch unsere Infrastruktur tatsächlich betreiben. Durch diese digitale Grundlage haben wir einen schönen Nebeneffekt, und zwar, dass wir uns digital auch vernetzen können mit unseren Projektteams, sei es der Planer, sei es die Baufirma. Wir können uns effektiv und auf Grundlage dieser digitalen Modelle vernetzen und sprechen auch immer von derselben Datengrundlage. Das ist so die Vision, die wir haben. Ja, wow. Und gerade digitaler Zwilling, ich glaube, das ist ein super spannendes Stichwort. Was glaubst du denn, einfach mal so ein Bauchgefühl, wann sind wir denn tatsächlich so weit, dass wir diese Vision auch wahr wird? Ja, das ist tatsächlich ganz schwierig zu greifen, weil man kann den Ansatz wählen, man nimmt jetzt ganz viel Geld in die Hand und digitalisiert einmal durch. Den Ansatz wollen wir tatsächlich nicht wählen, sondern wir möchten Schritt für Schritt unsere Infrastruktur digitalisieren. Das heißt, immer wenn es heißt, wir müssen jetzt an diesen Streckenabschnitt ran, dann digitalisieren wir den, und dieser Prozess wird tatsächlich einige Jahre dauern. Ja, und vor allen Dingen, weil ja auch irgendwie alle Beteiligten mitgenommen werden müssen. Das ist genau, ja nichts, was man einmal so drüber kippt, sondern ich glaube, da muss auch ganz viel Akzeptanz da sein, damit man das Thema etablieren kann. Und ich glaube, auch über das Thema Akzeptanz werden wir gleich nochmal sprechen in der Runde. Aber erstmal an dich nochmal die Frage, Tanja, warum denn eigentlich BIM? Also warum ist das in deinen Augen so wichtig? Ich betrachte BIM immer als natürliche Entwicklung der Digitalisierung. Wir haben alle mittlerweile ein Smartphone. Keiner rennt mehr mit einem Nokia 3210 rum, sondern wir haben das einfach als eine natürliche Entwicklung der Digitalisierung gesehen und überlegen uns jetzt nicht, wieso haben wir jetzt eigentlich alle diese Minicomputer mit uns dabei. Und genauso sehe ich tatsächlich BIM. Ja. Ich glaube, wir haben ganz viele Zuschauer draußen, die vielleicht auch schon den Umstieg damals in den 80er und 90er gemacht haben, von, ich sag mal, diesem klassischen Plan auf Papier zu CAD. Und dann gab es eben die Entwicklung über die letzten Jahre von diesem klassischen 2D-Zeichnen zu bereits 3D-Modellierung. Und BIM ermöglicht uns jetzt, dass wir die Daten, die wir eh brauchen, tatsächlich sinnvoll verknüpfen mit unserer 3D-Modellierung. Das heißt, wir gehen jetzt hier in die vierte und fünfte Dimension und betrachten unsere Bauwerke im gesamten Lebenszyklus. Das heißt, wir nutzen die Digitalisierung, um zu planen, um zu bauen und tatsächlich dann um zu betreiben. Wir nutzen hier die Digitalisierung effizient, um eigentlich Vorteile daraus zu generieren. Ja, Heiko, kannst du das noch ergänzen? Vielleicht hast du noch mal einen anderen Blick aus den Projekten heraus auch. Ja, gerne. Aus den Projekten heraus ist es so, dass es ja die Schlagworte gibt, as planned, as built, was wir leider in der Praxis sehr selten vorfinden, sondern die Realität draußen ist halt vor allem immer, was unter der Erde ist, eine andere, wie man davor annimmt. Das heißt, während des Bauprozesses muss man dann ständig auch den Plan anpassen. Und da fehlt jetzt heute oder bislang fehlt da einfach die Software dazu, die Ausstattung dazu, die haben wir jetzt. Und genau das wollen wir eigentlich haben, um dann wieder hinzukommen, was Tanja erwähnt hat, zu dem exakten digitalen Zwilling, um auch dann genau zu wissen, was wo verbaut ist. Ja, ich glaube, aktuell fällt ja auch noch total viel, ich sage mal in Anführungszeichen, unnötige Arbeit deshalb an, oder? Weil was findet man dann so vor? Was sind da so die Überraschungsmomente? Die großen Überraschungsmomente sind, was man auch im Radio hört, haben wir selten, sind dann auch noch Gegenstände aus dem Zweiten Weltkrieg, also Blindgänger und so weiter, aber das ist natürlich nicht so oft. In der Regel sind es irgendwelche Leitungen, die in dieser Zeit aber gelegt worden sind und wo schlicht und ergriffen vergessen worden ist oder die Methode nicht da war, die zu dokumentieren, die kommen jetzt halt bei den Baustellen raus und auch die gilt es dann zu dokumentieren und dann auch für später entsprechend auch wieder parat zu haben. Ja, Wahnsinn. Also ich finde das total faszinierend, was da gerade alles passiert und wie ihr euch letztendlich vortastet und das ja auch echt ein total spannender Prozess ist, auf dem sich alle Beteiligten letztendlich gerade bewegen. Wie läuft denn grundsätzlich die Einführung aktuell ab in Baden-Württemberg, Tanja? Nimm uns mal mit in dein Themengebiet. Ja, wir als Straßenbauverwaltung, wir sind zuständig für das Planen und
Bauen und Betreiben von Landesstraßen, aber auch Bundesstraßen. Die Bundesstraßen planen, bauen und betreiben wir im Auftrag vom Bund und müssen deshalb auch immer schauen, welche Entwicklungen gibt es aktuell eben auf Bundesebene, was die BIM-Strategie angeht. Und deshalb gab es eben, du hast es eingangs schon gesagt, 2017 hatten wir schon BIM-Aktivitäten im Land, die quasi das Ergebnis waren aus der Veröffentlichung vom Stufenplan. Es gab 2015 die Veröffentlichung des Stufenplans und mit diesem Stufenplan eben die ersten BIM-Pilotprojekte, um einfach Erfahrungen in der Praxis zu sammeln. Mittlerweile sind wir einen Schritt weiter. Es gibt weitere Entwicklungen auf Bundesebene. Und zwar gibt es den BIM-Masterplan, der besagt, dass wir ab 25 in den Regelprozess gehen müssen. Das heißt, ab 25 ist Stichpunkt X und wir müssen Bundesstraßen planen, bauen und betreiben mit BIM. Dann gibt es eben kein Zurück mehr. Und wir müssen jetzt eben schauen, wie wir diese Zeit bis dahin tatsächlich so effizient gestalten, damit wir sagen, okay, 25 haben wir jetzt erreicht, wir können jetzt mit BIM planen, bauen und betreiben. Wir haben deshalb die Aktivitäten auf Bundesebene haben 2019 schon begonnen und deshalb haben wir 2019 bereits ein BIM-Kompetenzzentrum bei uns in der Straßenbauverwaltung etabliert, die sich um ganz zentrale Themen beschäftigt. Das heißt, wie muss unsere IT-Infrastruktur bereitgestellt werden, damit unsere Projekte überhaupt BIM machen können? Welches Schulungsangebot müssen wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen, damit die BIM verstehen und auch BIM umsetzen können? Das sind so zentrale Themen, die das BIM-Kompetenzzentrum bei uns macht. Und dann haben wir eben 2019 eben ganz basic Pilotprojekt ins Leben gerufen, ganz nach dem Motto auch von heute, BIM auf die Straße bringen. Ja. Das heißt, wir möchten mit den Pilotprojekten einfach BIM aus der Praxis lernen, um hier einen Standard zu generieren. Und hier haben wir 2019 9 damals Pilotprojekte initiiert. Mittlerweile haben wir viel mehr BIM-Aktivitäten auf Landesebene. Wir sind jetzt mittlerweile an die 30 BIM-Pilotprojekte, ja, die, ich sag mal, bereits nicht alle setzen bereits BIM um, aber viele sind in der Vorbereitung. Das heißt, welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, um BIM überhaupt in Projekten umzusetzen? Also wir sind ja sehr viel in Vorbereitung, sehr viel in Planung. Wir müssen aber noch viel mehr in die Umsetzung kommen und das steht tatsächlich in den nächsten Monaten und Jahren an. Ja, was ich total spannend fand, ist das Kompetenzzentrum, von dem du jetzt auch gesprochen hast. Du hast erwähnt IT-Infrastruktur. Was brauchen wir da eigentlich und Schulung? Kannst du da uns nochmal ganz kurz einen Einblick gewähren? Also in Sachen IT-Infrastruktur, was sind denn da so die grundlegenden Sachen, die jetzt verändert und erneuert werden müssen? Ich sage mal, jede Organisation ist anders aufgestellt zum Thema IT-Infrastruktur und die Verwaltung, das ist nun mal so, wie es ist halt nicht am besten ausgestattet von der IT-Infrastruktur. Wir haben dieses Jahr hohe Investitionen geleistet, um einfach Computer den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zur Verfügung zu stellen, damit die BIM umsetzen können. Ja. Dieses Jahr haben wir sehr viel in Hardware investiert, nächstes Jahr steht Software an. Das sind sehr hohe Investitionen, die wir jetzt in den nächsten Jahren machen müssen, damit wir diesen Digitalisierungsprozess weiter mitgestalten können. Mal abgesehen von dem Kompetenzzentrum, was da jetzt die ersten Schritte der Veränderung geht, sich mehr ausrüstet und ausstattet, gibt es ja trotzdem ganz viele Veränderungen in dem gesamten Bereich. Und ich würde gerne mal mit euch über die allerwichtigsten sprechen, die sich durch BIM letztendlich ergeben. Tanja, möchtest du starten und die anderen ergänzen? Ja, gerne. Also wir sprechen immer von, ich sag mal, 4 Hauptakteuren, die wir hier haben, die von diesem BIM-Prozess beteiligt sind. Das sind wir als Auftraggeber, dann haben wir die Planer, die Bauüberwacher und die Ingenieurbüros. Für uns als Auftraggeber ist eine wesentliche Änderung, dass wir eigentlich zu einem sehr frühen Zeitpunkt bereits wissen müssen, was wir tatsächlich wollen. Ja. Das klingt so banal, wie es klingt, aber es ist sehr schwierig, wenn man sich bei einer Brücke Gedanken machen muss, in welcher Detailtiefe brauche ich jetzt diese Brücke. Und diese Anforderungen müssen wir in einem Dokument definieren. Die nennen sich Auftraggeberinformationsanforderungen, AIA. Das ist ein Vertragsdokument, was wir letztendlich sehr früh in die Ausschreibung geben müssen, damit unsere Auftragnehmer wissen, wann muss ich welche Leistung liefern und in welcher Detailtiefe. Das ist jetzt die Perspektive des Auftraggebers. Richtig. Es gibt aber eben noch die anderen Stakeholder, um die nochmal zu nennen. Also Auftraggeber ist das eine. Dann haben wir die Planungsbüros, wir haben die Bauüberwacher und die Baufirmen. Das sind jetzt mal so die größten Stakeholder. Und da würde ich gerne als nächstes mal über tatsächlich die Planungsbüros sprechen, Heiko. Was sind da die wichtigsten Veränderungen, die man auf dem Schirm haben muss? Also für die Planungsbüros ist auf jeden Fall ein Umdenken, weil die BIM-Methodik eine ganz andere Herangehensweise fordert. Das heißt aber auch schon eine
nicht nur in der Planung umdenken, sondern allein schon in der Softwarelandschaft. Das heißt, die Planungsbüros müssen jetzt umdenken und müssen einsteigen und sich Gedanken darüber machen, mit welcher Software kann ich die BIM-Methodik überhaupt anwenden, beziehungsweise wie kann ich sie integrieren in meine tägliche Arbeit. Und das ist so wirklich ein Umdenken, was komplett Neues, ein neuer Ansatz und aber auch, dass sie noch mehr interaktiv zusammenarbeiten müssen. Weil bisher gab es halt die Spartenplaner, jeder hat seinen eigenen Plan gemacht in seiner eigenen Denkweise, kann man fast schon so sagen. Und jetzt wird alles in einem Modell zusammengeführt und das muss durch die Interaktion, durch die Kooperation alles ineinander laufen. Das heißt, das beginnt schon bei der Festlegung eines gemeinsamen Projektnullpunkts. Das heißt, jeder muss wissen, wo ist Null, damit die Modelle überhaupt dann übereinander passen. Also es bedarf mehr Abstimmung, aber mehr Abstimmung am Anfang ist dann später einfach auch eine bessere Kommunikation im Projekt. Und genau da wollen wir ansetzen und da sehen wir auch den großen Vorteil der BIM-Methodik. Ja. Fahr gerne fort. Ja. Hast du noch einen Punkt? Ja, also ich würde jetzt noch sagen, gerade was die Bauüberwachung betrifft, das geht dann Hand in Hand weiter, weil was ja geplant worden ist durch die Ingenieurbüros, muss ja dann draußen vor Ort durch die Firmen umgesetzt werden. Und natürlich wollen wir auch wissen, was wird umgesetzt und wird es auch so umgesetzt, wie wir uns das vorgestellt haben, wie die Planer sich das vorgestellt haben. Und da ist natürlich auch das Thema, wie. Das neue Wie, bisher war es halt immer nur mit Medienbrüchen vorhanden. Das heißt, ich habe Fotodokumentation, ich habe dann durch den Vermesser Aufnahmen und ich habe aber auch noch sehr viel handgeschriebene Unterlagen, in dem ich rausgehe und einfach mit Maßband messe und dann Hand am Arm mehr oder weniger dann auch die Mengen bestimme. Neu ist dann die Dokumentation, vor allem die Just-in-Time-Dokumentation. Das heißt, ich weiß zu jedem Zeitpunkt, wann ich was gemacht habe und was wo verbaut ist. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man da auch vor Ort ist und in die Bauüberwachung, aber auch die Baufirmen mit integrieren kann, dass man auch die Aufgaben der Dokumentation in Teilen auch den Baufirmen übergeben kann. Und was natürlich eine ganz wichtige Geschichte ist, es ist ein modellbasiertes und KI-gestütztes Arbeiten, wo man dann halt auch als alter Bauigel umdenken muss, dass ich halt nicht mit Stift und Block auf der Baustelle bin, sondern entsprechend halt auch mit dem Tablet und mir im Vorfeld Gedanken machen muss, was will ich haben. Das schließt dann das an, was die Tanja gesagt hat, dass ich muss mir im Vorfeld mehr Gedanken machen, habe aber auch einen großen Benefit. Ja, das klingt nach sehr viel Transparenz und vor allen Dingen nach sehr viel Detailgenauigkeit. Hast du das Gefühl, dass sich daran vielleicht auch der ein oder andere stört? Und es kocht jetzt halt nicht mehr jeder sein Süppchen, sondern es ist irgendwie transparent für alle. Ist das irgendwie so ein Punkt, der ja auch manchmal wehtun kann? Aus unserer Sicht sollte der nicht wehtun, wenn wir bislang ja auch transparent arbeiten und arbeiten wollen. Natürlich kann man später den Bauablauf besser nachvollziehen und kann dann die Fragestellungen, die sich zeitweise ergeben, die dann auch durch gewisse Verfahren laufen, dann im Nachgang, wo man sich immer die Frage dann stellt, was war denn zu diesem Zeitpunkt dort und was haben wir da getan, das ist dann weg und deswegen sollte es eigentlich jedem ein Ansinnen sein, transparent zu arbeiten, noch transparenter, als wir bisher schon arbeiten. Ja, und ich glaube, die Transparenz führt am Ende, glaube ich, auch zu besserer Zusammenarbeit, aber auch zum besseren Ergebnis, kann ich mir vorstellen. Ne? Da passt einfach jeder nochmal über jeden Schritt auf, ist sehr genau und das, glaube ich, führt am Ende zu erfolgreichen Projekten. Insofern, cool. Spannend. Dann haben wir jetzt noch einen vierten Stakeholder, und zwar die Baufirmen. Nikolai, was sind da die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Veränderungen? Ja, grundsätzlich für uns als Ingenieurbüro, wir dürfen beide Seiten ein bisschen betrachten. Wir machen viel für die Auftraggeberseite und haben aber auch ein paar Baufirmen, mit denen wir da den Weg gemeinsam gehen und sehen da natürlich auch deutlich Unterschiede erstmal grundsätzlich bei den Baufirmen, wie weit auch die Einzelnen sich damit beschäftigt haben mit dem Thema. Aber vom Grundsatz her ist es schon so, dass natürlich da Riesenveränderungen kommen bei den Baufirmen. Es müssen komplett Prozesse überarbeitet werden. Wirklich von A bis Z passieren da Riesenveränderungen.
Das beginnt bei Kalkulationen und endet nachher in der Ausführung draußen. Ja. Vor allen Dingen, ich muss auch jeden Mitarbeiter mitnehmen. Und das ist natürlich bei den Baufirmen extrem komplex, weil es muss erst mal draußen ankommen. Weil einfach auch Arbeitsweisen draußen sich verändern. Das eigentliche Bauen selber muss natürlich immer noch getan werden. Aber trotz allem kann es halt einfach sein, dass BIM eine Auswirkung auf den Bauablauf hat. Und da sehen wir schon sehr, sehr kontroverse Diskussionen auch. Allerdings viele Firmen gehen das jetzt auch an, dieses Thema, versuchen das auch möglichst detailliert anzugehen, analysieren viel, versuchen ihren Weg zu finden, um es in ihre bestehenden Prozesse einzubinden. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt an der ganzen Stelle. Man kann nicht von heute auf morgen sagen, so, wir machen es jetzt mal ich fange einfach mal an. Das funktioniert eben nicht. Man muss es Step by Step gehen und da ist es eben wichtig zu versuchen, jetzt in diese Pilotprojekte reinzukommen, um eben mit der ganzen Sache mitzuwachsen. Nichts anderes haben wir auch gemacht, wo wir losgelegt haben. Ja, und ich meine, haben es nicht am Ende auch die Baufirmen, muss man fairerweise sagen, am schwierigsten, diese Veränderung letztendlich auch umzusetzen, weil ich meine, jetzt aus Auftraggebersicht macht das total alles Sinn, ne? Alles transparenter, ne? Klar, das ist jetzt irgendwie auch eine Anforderung geworden, die dann auch einfach in Realität umgewandelt wird, spätestens 2025 und die ihr natürlich jetzt auch treibt als Auftraggeber, aber am Ende sind es ja vor allen Dingen eben dann auch die Baufirmen, die das umsetzen müssen, die das realisieren müssen, die das als neuen Standard hinnehmen müssen und gleichzeitig haben die, glaube ich, den größten Part Arbeit auf ihrer Seite auch zu erledigen, oder? Vom Grundsatz her schon. Ja. Völlig, völlig richtig. Weil sie sind halt einfach ein sehr, sehr großes Gebilde in dem ganzen Spiel. Das ist einfach so. Man muss aber fairerweise sagen, sie haben mit Abstand das größte Potenzial. Daher, und das merken jetzt mittlerweile auch die Firmen, glaube ich, die jetzt in den Pilotprojekten schon mitwirken, so nach und nach findet man dann eben einfach auch das Positive an dem ganzen Umstellen, Umdenken und sieht da das Potenzial. Und da reden wir natürlich auch in vielen verschiedenen Ecken und Enden über Potenziale, sei es jetzt mal zum Beispiel über einfach bessere Planbarkeiten, besser auch zu wissen, wo befindet sich eigentlich was gerade auf der Baustelle. Das digitale Arbeiten erleichtert es einfach, dass ich nicht immer die ganze Zeit auf der Baustelle sein muss. Und all solche Themen, das geht bis hin zur Abrechnung, dass man die versucht zu beschleunigen. Das ist natürlich ein Zusammenspiel aus Auftraggeberseite und Baufirma. Aber da tut sich sehr, sehr viel und man versucht natürlich da auch das Positive zu finden, um es auch weiterzugeben. Ja, klar. Kannst du das vielleicht sogar in Zahlen benennen? Also so, ich sag mal, Einsparpotenziale, Kosten, die gespart werden, Zeit, die eingespart wird, ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne, da einfach zeitsparend zu arbeiten. Hast du da vielleicht sogar ein paar Zahlen für uns? Das ist ganz schwierig. Aktuell im Hochbau gibt es sicher schon ein paar Zahlen zu dem Thema, weil es da einfach viel weiter ist. Wir sind so letzten Endes am Anfang. Wir sammeln gerade genau diese Daten und Zahlen über diese Pilotprojekte. Mhm. Ich glaube, da muss man einfach noch mal ein, zwei Jahre warten, bis das sich dann wirklich auch ein bisschen dreht und man wirklich auch das mehr rausfindet. Ich bin mir sicher, dass je mehr Anwendungsfälle man umsetzt in den Projekten, sprich je mehr BIM man macht und je besser man das umsetzt, umso mehr kommt hinten auch entsprechend ein Einsparpotenzial raus. Das ist das, was wir jetzt auch so ein bisschen für uns jetzt auch sehen in den Pilotprojekten. Man ist klein gestartet mit ganz wenigen Anwendungsfällen, wo man gesagt hat, da fühlt man sich sicher, da können wir mal was machen. Und man macht jetzt immer mehr, da kommen zwar auch mehr Probleme, das muss man auch fairerweise sagen, aber man erkennt einfach, dass trotzdem eben sehr, sehr viele Synergien dann da sind, wenn man es richtig macht und kann dann viel besser eben ableiten auf Themen, die dann einfach nicht so gut passen, um die wieder zu verbessern und von daher passt es ganz gut, aber genaue Zahlen kann man da einfach noch nicht nennen im Bereich Tief- und Straßenbau. Eine letzte Frage, bevor wir dann zum Thema Neubau im Tiefbau gehen. Was glaubst du denn, wenn man das jetzt nicht macht und dann nicht vorne mitschwimmt auf dieser Welle? Was verliert oder verpasst man? Also kann das tatsächlich sein, dass das auch einige Player aus dem Markt kickt? Ja, ob man gleich aus dem Markt fliegt, ist die Frage. Der Knackpunkt ist der, ich kann keinen Knopf drücken, dann mach morgen BIM. Das ist Fakt, egal wer das ist aus meiner Sicht. Egal wie groß sie sind, egal wie klein sie sind, es muss jeder anfangen, es muss jeder wachsen. Das ist das, was wir gelernt haben. Wir lernen mit jedem Projekt weiter, mit jeder Aktion, die wir betreiben.
auch läuft mal was schief, mal läuft es gut. Das ist einfach normal in so einem ganzen Prozess. Und das wird aus meiner Sicht von Auftraggeberseite so auch gesehen und auch gelebt, weil es eben dort genau das gleiche Thema ist. Und die Baufirmen auf der Seite muss es halt eben auch so gelebt werden. Und da gibt es was, wo gut läuft, mal wo schlecht läuft. Wichtig ist, dass man sich im Nachhinein zusammentut, zusammensetzt, miteinander spricht, Probleme aufarbeitet und beim nächsten Mal daraus lernt. Und genau das sind halt die Punkte, die man dann angehen muss. Und dann funktioniert es aber auch wunderbar. Ja, Wahnsinn. Okay, ich glaube, wir haben jetzt schon mal mitgenommen, dass wahnsinnig viel Potenzial in dem Thema steckt, dass natürlich Veränderung auch immer so ein bisschen wehtut. Man muss sich auf neue Dinge einlassen. Man muss akzeptieren, dass sie kommen und natürlich dran mitarbeiten, damit man das gemeinsam zum Erfolg führt. Und ich glaube, gerade diese beiden Stichworte Transparenz, aber auch auf der anderen Seite Zusammenarbeit, eine transparente und viel engere Zusammenarbeit, das sind, glaube ich, die wichtigen beiden Punkte, die wir jetzt aus diesem ersten Teil schon mal mitnehmen können. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt auch in den Teil 2, und zwar soll es jetzt um das Thema Infrastrukturneubau gehen. Ich würde mal sagen, lasst uns sprechen eben über die Erfahrungen, die ihr vor allen Dingen gemacht habt, über die Vorteile auch, die daraus entstanden sind, und reinstarten in das Thema. Infrastruktur Neubau. Ortsumgehung Ebnath. 2,3 Kilometer Straße, 3 Bauwerke. Moana, wie lang ist der Film? Rund 5 Millionen Euro Bauvolumen und 6 BIM-Anwendungsfälle. B29 Essingen-Ahlen, Bauabschnitt 1. 2,1 Kilometer Straße, 4 Bauwerke. Bauvolumen 20 Millionen Euro. Bauzeit 36 Monate und 4 BIM-Anwendungsfälle. Ja, Neubau. Ich bin total gespannt, was ihr jetzt erzählt. Und Tanja, die erste Frage möchte ich gerne direkt an dich spielen. Warum habt ihr denn grundsätzlich die BIM-Pilotprojekte ins Leben gerufen? Du hast gerade schon gesagt, es sind schon rund 30, ne? Also da habt ihr schon einige Erfahrungen gesammelt. Warum seid ihr so vorgegangen? Ja, Pilotprojekte sind eigentlich ein ideales Instrument, um aus der Praxis zu lernen. Uns bringt massenweise Literatur nicht, wenn wir nicht einfach mal rausgegangen sind und es tatsächlich in der Praxis umgesetzt haben. Wir haben alle, oder ich gehe davon aus, dass die meisten von uns einen Führerschein haben, wir sind erst durch die Theorie und dann in die Praxis rein. Und wir wissen alle, nach der Theorie wussten, was Theoretisches funktioniert, aber gelernt haben wir erst im wirklichen Verkehrsstrom draußen. Und so ist es tatsächlich auch mit der Arbeitsmethode BIM. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen Literatur, ja, aber sie müssen tatsächlich auch raus in die Projekte und schauen, wie fühlt sich BIM tatsächlich in den Projekten an. Und genau deshalb haben wir diese BIM-Pilotprojekte initiiert. Und meines Erachtens ist eben die B29 ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man sehr gut Erfahrungen in den BIM-Pilotprojekten sammeln kann. Wir haben in diesem Pilotprojekt sehr gute Erfahrungen gemacht, die wir sagen, die möchten wir in den nächsten Projekten genauso wieder umsetzen. Und wir haben vielleicht weniger gute Erfahrungen gemacht, wo wir sagen, okay, das sollten wir vielleicht in den nächsten Projekten vermeiden. Wichtig ist aber, dass wir die tatsächlich kommunizieren. Also wir sollten uns nicht darauf belassen, dass wir nur die guten Erfahrungen kommunizieren. Wichtig sind auch die schlechten, damit wir sie in anderen Organisationen nicht wiederholen. Also wir erleben hier bei uns auch eine ganz offene Fehlerkultur. Kommunikation ist das Wichtigste, damit wir Fehler einfach nicht wiederholen. Ja, dann lass uns doch mal genau diese Transparenz hier vorleben und einfach mal über so ein paar Fehler sprechen. Was waren denn so die ersten Gehversuche und auch die ersten Learnings, die ihr daraus gezogen habt? Ja, vielleicht sollte ich da aus der Praxis dann berichten. Ja, sehr gerne. Und zwar ist es so, natürlich, wenn man erst mal rausgeht, ist alles neu. Man stellt sich, so wie es Tanja gerade auch gesagt hat, man stellt sich einiges vor, wie das dann alles ablaufen soll. Aber vom Analogen ins Digitale ist halt nicht so einfach. Das kennen wir aus den 90er Jahren, wo die Computer entstanden sind. Auch da waren wir erst mal gehalten, alle Prozesse, die da abgelaufen sind, im Prinzip digital umsetzen zu wollen. Das geht nicht hundertprozentig. Auch das mussten wir feststellen, dass wir im Prinzip uns Gedanken gemacht, was wir gern hätten von der Baufirma, auch wie das laufen sollte. Aber bei näherem Hinsehen und im Austausch war es einfach so, dass wir es korrigieren mussten, weil das so zwar umsetzbar gewesen wäre, aber so tief in den Ablauf eingegriffen hätte, dass es nicht mehr darstellbar war. Also im Prinzip haben wir dann sind wir auf die Firma zugegangen, haben uns ausgetauscht und haben dann mehr oder weniger dann eine goldene Mitte gefunden, wie wir unsere Interessen, also unsere Vorstellungen noch umsetzen konnten, wie wir aber auch der Baufirma ordentliches wirtschaftliches Arbeiten im Prinzip möglich machen konnten.
Und was natürlich komplett neu war für uns, war draußen die Dokumentation. Wie eingangs ja schon oder vorher schon erwähnt, war es ja so, dass das ja immer mehr oder weniger im Nachhinein dokumentiert worden ist. Und was fertig war, ist man rausgegangen, hat sich angeschaut und hat es dokumentiert. Und jetzt war genau der Punkt zu gucken, wann, wie und was dokumentiere ich. Und das sind so die wirklich zentralen Fragestellungen, wo man im Vorfeld in der Theorie sich das toll ausmalen kann, in der Praxis aber halt manchmal auch etwas auf die Schnauze fällt, um das mal ein bisschen so zu sagen, dass man einfach sagt, man muss es präziser planen, man muss es wissen und man muss auf die Taktung der Bauform eingehen. Ja, verstanden. Ich glaube, was sicher auch zwei Aspekte waren, die mir jetzt aufgefallen sind, auch auf Auftraggeberseite, was nicht so positiv läuft oder auch sich verändert hat. Man muss sehr, sehr früh schon genau wissen, was soll eigentlich passieren und wo wird was passieren. Das war eigentlich bisher nicht so klar. Man macht sich vorher Gedanken, aber man hat auch in der Ausschreibung, in der Planung, man hat irgendwo noch gewisse Lücken gehabt und viel auf der Baustelle noch regeln können oder auch einfach machen müssen, weil es so war. Und mit BIM ist es einfach so, dass wir viel früher über viele Dinge nachdenken müssen, viel mehr wie vorher. Und das dauert auch und braucht eigentlich auch gewisse Zeit. Das war was, wo wir jetzt auch erfahren haben und einfach auch unter dem typischen Zeitdruck, unter dem man eigentlich Projekte abwickelt, auch im Vorfeld Planung, Ausschreibung, dann irgendwo in Themen reinkommt, wo man trotz allem eben Sachen irgendwann sagen muss, so, jetzt muss es mal raus. Ja. Und hinterher aber feststellt, das hätte doch vielleicht noch was gebraucht. Und das Gleiche ist eigentlich so ein bisschen das Thema, wenn dann eine Ausschreibung durch ist, ist auch das Thema dann, wann geht es eigentlich los? Aktuell, wenn ich eine klassische Baustelle habe, ich schreibe was aus, Auftrag geht raus, zwei Tage später heißt es loslegen. Ja. Das geht nicht mehr. Das funktioniert so nicht mehr. Man braucht einfach viel mehr Zeit. Man braucht Vorbereitung. Man muss es einfach entsprechend alles anders durchtakten. Das ist genau das, was ich vorher angesprochen habe. Wir haben Prozesse, die sich verändern, auch bei den Baufirmen. Und da muss man im Vorfeld mehr Zeit für diese Themen geben. Das holt man hinten wieder rein, da bin ich mir sicher. Okay. Aber genau das sind so die zwei Knackpunkte, die ich jetzt also ein bisschen auch mitgenommen habe aus unseren Projekten. Ja, was verbindet am Ende alle Beteiligten in euren Augen, Heiko und Nikolai? Also das ist ja das digitale Arbeiten. Ja. Das ist einfach das neu und digital Arbeiten und das ist das, wo sich jeder seine Gedanken machen muss und das ist aus meiner Sicht dann auch das Verbindende, dass man gemeinsam einen neuen Weg beschreitet. Ja, eine ganz wichtige Rolle, du hast sie gerade schon angesprochen, die AIAs, so rum. Vielleicht kannst du, Heiko, uns da nochmal mit reinnehmen in das Thema, was es genau heißt, was sich hinter der Abkürzung versteckt und was es letztendlich zur Folge hat. Ja, die AIAs sind die Auftraggeberinformationsanforderungen. Das heißt eigentlich das Was. Was wollen wir? Das, was ihr stellt. Genau. Wir sagen im Prinzip, was hätten wir gerne? Und da komme ich auf das zurück, was der Nico vorher gesagt hat auch. Wir müssen uns viel früher Gedanken machen, was wollen wir? Das heißt, wir müssen fast schon vom Ende her denken. Was soll nachher draußen da sein? Wie wollen wir es umsetzen? Und das müssen wir in die Planung mit einfließen lassen. Und genau das ist eigentlich der große Unterschied zu bisher. Bisher beschreiben wir eigentlich nur, welche Leistungen wir haben wollen und legen einen Plan dazu. Und dann lassen wir das von der Baufirma bauen. Aber genau dem soll ja jetzt mit der BIM-Methodik nicht mehr so sein, sondern wir wollen ja über die Digitalisierung, über die Modelle im Vorfeld schon auch wissen, wie der Bauablauf sich gestaltet. Und genau das müssen wir im Prinzip beschreiben, um der Firma auch zu sagen, was muss am Ende da sein. Ja, und das heißt, also was ist das für euch für eine Herausforderung? Also ne, ich meine jetzt, wenn ich das so mit anderen Projekten vergleiche, die ich mache, dann geht man eigentlich immer von dem Ergebnis aus und der Prozess dahin ist einem egal und das ist jetzt eigentlich das, was ihr macht. Ne? Wie das dann dazu kommt, ist mal, ich sag mal Nebensache in Anführungszeichen, aber das Ergebnis vor allen Dingen zählt. Wie realisiert ihr das? Also war das für euch eine Herausforderung, das jetzt anzugehen oder ist es immer noch eine? Es ist sicherlich noch eine Herausforderung, und zwar das Ergebnis so genau zu beschreiben, dass die Firma das auch kalkulieren kann, weil das ist ja genau das Thema. Man kann nicht reinschreiben, ich hätte gern ein Stück Brücke und bitte bau mir die mal, sondern ich muss ja immer noch auch schreiben, was die Brücke machen soll, wofür sie da sein soll, beziehungsweise auch, was ich damit machen möchte. Und
und welche Rennbedingungen ich einzuhalten habe. Da gibt es ja jetzt neben dem Bauen gibt es auch noch die Umwelt und auch einen Fluss, wo die Brücke dann vielleicht drüber führt. Auch da sind Rennbedingungen einzuhalten, auch zeitlicher Art, wo man dann sagt, ich darf nur in der Zeit bestimmte Arbeiten ausführen. Und das ist da im Prinzip, die Gedanken müssen wir uns machen. Das fließt alles jetzt in das digitale Modell ein. Ja, dann gibt es noch einen zweiten Punkt und zwar den BAP, das bedeutet den BIM-Abwicklungsplan. Was genau ist damit dann wiederum gemeint? Genau, und das ist genau die Antwort auf die AIA. Ja. Das sagt dann die Baufirma, wie sie dorthin kommen möchte, wo wir hinwollen. Und zwar genau gesagt, wir haben ja die Rennbedingungen definiert, wir haben die Eckpunkte gesetzt und innerhalb dieser Eckpunkte sagt die Firma uns jetzt, wie sie mit ihrer Technologie, wie sie mit ihrem Know-how dorthin kommen möchte, wie sie bauen möchte. Und genau das ist aber auch aus unserer Sicht das wichtige Thema, dass noch ausreichend Freiheiten bleiben für die Baufirmen, ihr Know-how einzubringen. Weil wir wollen nicht alles vorgeben und sagen, genau so wollen wir es bauen, wie es im Modell drin ist, sondern wir wollen eigentlich genau, wie es bisher auch war, wir wollen die Firmen ganz arg beteiligen und mitnehmen, um dann gemeinsam, und genau das ist auch der Ansatz der BIM-Methodik, um dann gemeinsam den Weg zu gehen, um auch dort anzukommen, wo wir hinwollen. Ja, ist das dann letztendlich auch das, was man, ich sag mal, einreicht, wenn ihr eine Ausschreibung macht? Also ist das tatsächlich das, was ihr in dem Schritt dann schon einfordert, in Anführungszeichen? Wir fordern die Eckpunkte ein. Wir wollen mal so ein Grobkonzept haben, an dem man auch festmachen kann, dass es der für uns richtige Weg ist, ja, wo man dann auch sagt, wo man auch dann dran messen kann, ob das dann auch in die richtige Richtung geht. Und ein bisschen flapsig gesagt, wir wollen, wenn man uns einen Porsche anbietet, auch später einen Porsche bekommen und keinen Golf. Ja, und genau deswegen so die Eckpunkte müssen da sein, aber der eigentliche BAP, der wird dann gemeinsam mit der Baufirma dann nach Vertragsschluss entwickelt und ist auch ein fließendes Dokument, das sich mit der Baumaßnahme weiterentwickelt. Ja, wie seid ihr denn im Regierungspräsidium Stuttgart in die Umsetzung gegangen? Also wie seid ihr das angegangen, Heiko? Also wir sind es etwas unkonventionell angegangen. Wir haben nicht mit der Planung begonnen, wie so viele, sondern wir haben gesagt, das machen schon so viele, die Erfahrung können wir auf andere Art und Weise machen. Wir haben eigentlich auch gesagt, dass wir sagen, wir wollen direkt in den Bau einsteigen, weil es bringt uns nicht viel, wenn wir dann was planen, was wir nachher nicht bauen können. Und genau das war für uns der Ansatz, dass wir eigentlich von einer 2,5D-klassischen Planung mit Lageplan und Höhenplan und Querschnitten sind wir dann losgelaufen, haben dann gesagt, wir machen eine 3D-Ausführungsplanung als Modell und mit dem Modell gemeinsam sind wir dann die nächsten Schritte gegangen und haben dann die Kosten und die Zeit hinzugefügt, also in die vierte und in die fünfte Dimension. Und das eröffnet natürlich ganz andere Möglichkeiten bis hin, dass man im Prinzip dann auch Simulationen durchführen kann. Ja. Und für uns war noch das Prinzip ganz wichtig, dass wir einfach sagen, im Prinzip wir bauen zuerst und gucken mal, was wir dann planen müssen, um dann da einfach auf die sichere Nummer zu kommen. Ja, verstanden. Nico, magst du noch mal ergänzen, was in deinen Augen vor allen Dingen dann die zentralen Anwendungsfälle waren? Ja, also die zentralen Anwendungsfälle, dadurch, dass wir nicht bei Null starten, quasi am Anfang, wo es eigentlich losgeht mit der Bestandsaufnahme, ist es einfach so, dass wir eben direkt in den Anwendungsfall 14 eingestiegen sind, der letzten Endes Ausführungsunterlagen, Ausführungsplanung beinhaltet. Den haben wir dann ein bisschen aufgeweitet grundsätzlich mal und gesagt, naja, da machen wir jetzt eine komplette Modellierung mit rein. Und das ist eben aber unsere Basis, unsere Grundlage, auf der wir dann aufgesetzt haben bei den ersten Pilotprojekten und haben dann die weiterführenden Step-by-Step hinzugezogen. Mhm. Das sind dann die Anwendungsfälle 15, 16, 17, 18, 19 schlussendlich. Das heißt, bei 15 geht es um das Thema Baufortschrittsdokumentation, also erstmal draußen die Daten erheben. 16 geht es um das Thema Änderung, also was verändert sich von der Planung zur Ausführung hin und das Mitführen von diesen Sachen. Bei 17 geht es um das Thema Abrechnung, eben entsprechend. Bei 18 um das Thema Mängelmanagement und bei 19 sind wir dann in dem Konstrukt, wo wir nachher hinwollen, dem digitalen Zwilling, dem S-Bild-Modell letzten Endes. Und wir sind so vorgegangen, dass wir natürlich nicht von Anfang an alles in ein Projekt gepackt haben, sondern wir haben das jetzt Step by Step die letzten, ja eigentlich schon 5 Jahre jetzt sukzessive wachsen lassen und
legen halt immer mehr nach, sammeln da unsere Erfahrungen und versuchen das dann entsprechend auch so beizusteuern, umzusetzen. Und für uns liegt halt der Schlüssel grundsätzlich mal in dem Anwendungsfall 15 der Fortschrittsdokumentation. Warum? Da fokussieren wir uns einfach deshalb drauf, weil am Ende des Tages wir das eben dahingehend als Schlüsselelement sehen für alle weiteren Anwendungsfälle. Weil wenn ich den richtig mache und gut umsetze, kann ich diese Daten und Informationen, die dort einmal erhoben werden, für alle weiteren folgenden Anwendungsfälle nutzen und bekomme so einen sehr, sehr großen Mehrwert für eine Baustelle. Ja, kann man dann letztendlich auch von einer Neudefinition der Anwendungsfälle sprechen? Naja, die Anwendungsfälle selber, jetzt verglichen mal zurückgespielt auf das Thema, wie es früher war, in Leistungsphasen zu denken, ist natürlich ganz anders. Da verändern sich viel, die verschieben sich quasi dann zueinander entsprechend. Das ist mal das Neue. Grundsätzlich ist es so, dass die Anwendungsfälle sich aber auch noch verändern. Also wir haben jetzt erst kürzlich das erlebt, dass der neue BIM-Masterplan dann entsprechend vom Bund veröffentlicht wurde. Da verändern sich alle Anwendungsfälle wieder. Nicht alle, aber viele. Es wird mehr geben. Es gibt andere, sie verändern sich ein bisschen auch vom Inhalt. Das muss man auch nachziehen, nachführen. Letzten Endes, Tanja hat es ja vorhin auch schon gesagt, dass man sich einfach nach den Bundvorgaben richtet. Da muss man dann drauf reagieren. Im Gesamtkontext und vom Grundprinzip her, was wir tun, ändert sich erstmal, ändern sich nur Details. Also es wird jetzt nicht wieder alles von neu gedacht oder sowas, sondern es verändern sich halt nur Details letzten Endes. Ja, Heiko, nochmal den Blick aus der Praxis vor allen Dingen und aus den Projekten. Wo habt ihr letztendlich die größten, ich sag mal, Probleme gesehen oder auch Sorgen gehabt, ob das und dass das überhaupt funktioniert? Also ich würde es mal umschreiben, Herausforderung gesehen. Und zwar die Herausforderung sagen wir einfach bei dem Einsatz einer komplett neuen Methodik, die auch dann noch digital ist und dann noch sehr viele innovative Elemente drin hat. Und das sind dann drei Dinge auf einmal. Gibt es ja in einer bekannten Werbung. Das geht nun wirklich, doch, es geht. Und genau das war eigentlich der Punkt, wo man gesagt hat, wie können wir das so gestalten, dass wir da auch in den Pilotprojekten erkennen, wo das Problem liegt. Weil es überlagern sich manche Themen und auch da dann festzustellen, wo welches Thema herkommt, beziehungsweise wo welche vielleicht auch etwas Sand im Getriebe herkommt, muss man das natürlich genau gucken. Und da ist natürlich auch wichtig, dass als Grundlage das von allen akzeptiert wird. Also jeder muss oder wir müssen in die gleiche Richtung gehen, der kooperative Gedanke, was ja auch die BIM-Methodik genauso möchte. Und das war für uns ein Riesenthema, aber auch das Handling, das heißt, wie lässt sich die neue innovative Technik auch auf der Baustelle einsetzen, weil man muss halt einfach davon ausgehen, da draußen ist halt immer anders, auch das Wetter, Schmutz und auch da muss sich dann die neue Technik bewähren und auch da wussten wir nicht im Zusammenhang auch, was die Ausfallquote ist. Also ich finde es immer interessant, wie 5G auch im Mobilstandard angepriesen wird und bei uns auf dem Land, wo wir bauen, teilweise noch Funklöcher da sind und genau das ist das Riesenthema der Ausfallquote, wo wir uns erstmal im Klaren werden mussten, funktioniert das? Das Zusammenspiel, das digitale Zusammenspiel aller Komponenten und das hat bislang sehr, sehr gut funktioniert. Ja, Wahnsinn. Du hast jetzt gerade schon gesagt, draußen ist es dann doch irgendwie immer anders. Dein Stichwort, Nico, letztendlich, welche Auswirkungen hat die BIM-Methodik dann wirklich auf die Arbeitsabläufe, auf diese vielen Prozessketten? Du hast vorhin schon mehrmals gesagt, da verändern sich Prozessketten grundlegend. Was sind denn nun die Auswirkungen dann? Vor allem ne, bei den Baufirmen. Ja, die letzten Endes gibt es natürlich bei allen Akteuren Veränderungen in der Vorgehensweise. Wir selber kommen aus dem Vermessungsbereich und haben das natürlich da auch für uns Veränderungen. Aber eben durch dieses Dokumentieren, maßhaltige Dokumentieren, sehe ich natürlich auch andere Dinge und die werden auch entsprechend festgehalten. Und man sieht es auch mal ganz gut an einem plakativen Beispiel. Das Thema Kanal war für uns, wir haben einen Workflow entwickelt, wie man das dokumentieren soll, haben das auch vorgegeben. Da kam die Baufirma sehr, sehr schnell und hat gesagt, so funktioniert es nicht. Wir haben ein Riesenproblem im Bauablauf.
Das hat man dann umgestellt, angepasst. Wir dokumentieren zum Beispiel Kanäle eben dann mit Smartphones mittlerweile. Das geht schnell, einfach und ich kann da sehr viel mitmachen. Das ist immer alles maßhaltig, das ist für uns wieder wichtig. Und so kann ich halt solche Daten für vielerlei Bereiche einsetzen. Das fängt an bei irgendwelchen Arbeitssicherheitsthemen. Geht weiter über das reine Dokumentationsthema, was täglich auf einer Baustelle gemacht werden muss für Tagesberichte und Ähnliches, bis hin halt dann nachher auch zu Abrechnungen oder wie man hier sieht, auch zum Beispiel nutzen wir es jetzt für Kontrollvermessungen in der Bauüberwachung. Und das sind alles solche Themen und das mache ich mit einer einzigen Aufnahme. Und für mich persönlich ein positiver Effekt, bei allen Maßnahmen machen wir das zusammen. Das heißt, ja. Wir von der Bauüberwachung, der Auftraggeber plus die Baufirmen, wir arbeiten nicht, wie man es bisher gekannt hat, quasi gegeneinander oder man macht gemeinsame Aufmaße und solche Geschichten, wo dann 5 Leute draußen rumrennen und jeder muss gegenseitig sich irgendwas unterschreiben, sondern man definiert einen gewissen Workflow, einen gewissen Standard und dann arbeitet man Hand in Hand. In der einen Woche macht zum Beispiel die Baufirma eine Befliegung, in der anderen Woche machen wir das. Ja. Die Dokumentation für den Kanal macht zum Beispiel die Baufirma allein. Man prüft es noch entsprechend, aber es macht einfach keinen Sinn, dann noch jemand anders rauszuschicken. Die sind ja eh da. Ja. Klar haben sie einen gewissen Mehraufwand jetzt wie zu dem, was sie vorher hatten, aber ich kann eben, wie gesagt, diese Daten extrem weit mitziehen, bis hin in den Betrieb rein. Ich weiß nachher genau, wo liegt mein Kanal, wo liegen meine Leitungen. Das hatte ich vorher eben nur bedingt, diese Informationen, teilweise gar nicht. Ja, also gerade dieses, die Dokumentation mit dem Smartphone letztendlich auch, das fand ich persönlich total faszinierend, dass letztendlich Tools genutzt haben, die wir genutzt werden, die wir alle in der Hosentasche haben und die jetzt einfach mal zum Einsatz kommen, letztendlich auch auf so einer Baustelle, finde ich super spannend, aber darüber werden wir gleich auch nochmal im Tech Talk sprechen, also da haben wir noch ein ganz spannendes Thema vor uns. Nichtsdestotrotz jetzt nochmal zurück zum Essentiellen und zum Wichtigsten, weil am Ende fragt sich ja dann so eine Baufirma dann, okay, und wie bekomme ich jetzt mein Geld? Also wie komme ich an mein Geld, wenn wir BIM machen? Heiko, magst du uns einfach mal einen Einblick geben? Wie funktioniert das denn dann? Ja, die Frage ist so banal, dass man sich eigentlich erst mal überlegen muss, wurde die gestellt? Ja, sie wurde des Öfteren gestellt und eine flapsige Antwort drauf, wie bisher auch. Die Firma reicht eine Rechnung ein und bekommt ihr Geld. Aber das soll ja natürlich etwas tiefer gehen. Das heißt, die Abläufe sind ähnlich, aber digitalisiert. Man muss halt jetzt weg von seinem bisher gewohnten, wie ich auch schon erwähnt habe, mit Papier und Kugelschreiber draußen vor Ort alles aufzunehmen, teilweise auch die Prozesse dann begleiten kann und weiß, wie sie ablaufen und ich es gewohnt bin. Und jetzt muss ich mich auf die Technik verlassen, dass die Technik auch das macht, was sie soll. Und auch das haben wir aber auch bewiesen, das funktioniert und sogar noch viel besser. Und es gibt eigentlich keinen Widerspruch zu heute. Es wird nur ein anderer Weg sein, dorthin zu kommen. Und was das betrifft, muss man sich halt etwas umstellen, aber es wird auch deutlich einfacher. Und was wir festgestellt haben, wenn der Prozess vernünftig definiert ist, geht es auch schneller, die Prüfung. Ja. Die Kollegen von uns müssen dann sich nicht durch Berge durchkämpfen und schauen, ist das jetzt alles okay, sondern da wird alles am Modell mehr oder weniger geprüft oder gegen das Modell geprüft. Und wenn dann Modell nach Modell ausgeführt worden ist, ist das relativ schnell geprüft und die Firma erhält ihr Geld. Ja, wie oft ist das denn dann tatsächlich so, Nico? Vom Grundsatz her passt es immer. Vielleicht eine Ergänzung dazu, dass natürlich die klassische Rechnung eingereicht werden muss, habe ich heute natürlich bei BIM noch ein Modell, was ich mit einreichen muss. Die sollten auch miteinander verknüpft sein, sodass ich natürlich auch die Prüfung machen kann. Wir sehen das mal hier so einem kleinen Beispiel auch, wie sowas ablaufen kann schlussendlich. Wir bekommen eben da dann entsprechend von der Baufirma ein aktuelles Zustandsmodell und dann kann das auch geprüft werden. Und wir prüfen dann eben auch wieder auf diesen Daten, die wir erhoben haben in der Dokumentation, hier mal eine Befliegung und können da eben relativ schnell auch verknüpft irgendwelche Massen prüfen. Jetzt hier mal einfach ein einfaches Beispiel, Standardbeispiel, wenn es um Massen geht, Erdmassen. Haben wir eben auch wieder in diesem Anwendungsfall 17 die Daten aus dem Anwendungsfall 15, das ist das, was ich angesprochen habe.
Gleichzeitig kann ich darauf aufbauen, auch eine Rechnung machen, beziehungsweise eben diese Nachmodellierung, falls notwendig. Und das macht eben halt eben relativ viel Sinn. Wir haben alle die gleiche Datenbasis, die eben entsprechend valide natürlich sein muss, aber dann funktioniert das Thema schon sehr gut. Wir haben einige Rechnungen prüfen dürfen schon, einige Modelle. Klar gibt es da immer wieder mal hier und da auch Problemchen, über die kann man dann sprechen und alles in allem funktioniert sehr gut. Also mir ist kein Fall bekannt, wo es größere Probleme gab. Man muss halt einfach wissen, ich muss ein bisschen von diesen klassischen Themen wegkommen. Ja. Ich muss hier allen voran bei der Baufirma auch wieder diesen Prozess der Abrechnung, der Datenerfassung neu denken, digital denken, muss mir da eben entsprechend Mittel und Wege suchen, wie ich das mache. Da gibt es verschiedene Tools, verschiedene Ideen. Ja. In unseren Projekten haben wir jetzt halt den Vorteil, dass wir gewisse Strukturen vorgeben und eben eine sehr, sehr durchgängige Dokumentation einfach mitmachen, was sich an der Stelle natürlich auch sehr von Vorteil dann abbildet für alle Beteiligten, dass ich auf diese Daten halt einen Zugriff auch habe. Die sind sehr, sehr flächendeckend, würde ich sagen. Also wir befliegen die Baustellen mindestens einmal pro Woche. Ja. Dokumentiert mit den Smartphones wird von mehreren Leuten gleichzeitig mehr oder weniger täglich. Ja. Und das hat natürlich dann schon eine riesen Datenmenge. Die können wir aber ganz gut handeln, glaube ich, und haben so einen Mehrwert für alle Beteiligten an der Stelle. Ja, mit Drohnen, du hast jetzt gerade schon das schon eingeleitet, das Thema mit Drohnen, habt ihr jetzt tatsächlich früh angefangen, aber dann gemerkt, es fehlt noch was oder es braucht noch was anderes. Wie kam es letztendlich dann dazu? Also zum Smartphone-Einsatz vor allen Dingen auch. Ja, also wir haben vor gut 5 Jahren angefangen auf einer anderen Baustelle. Da hatten wir quasi den Auftrag, parallel zu unseren klassischen Themen der klassischen Vermessung, mal zu gucken, wie eigentlich künftig, wenn BIM dann kommt, eigentlich überhaupt eine Baudokumentation und auch das Thema Vermessung und so weiter auch dreidimensional abgebildet werden kann. Da gibt es mittlerweile ja ganz, ganz gute Leitfäden zu diesem Thema. Und wir haben das vor 5 Jahren angefangen, mal zu hinterfragen an verschiedenen Punkten auf einer größeren Baustelle und haben aber sehr, sehr schnell dann festgestellt, dass wir total unwirtschaftlich arbeiten. Die Geräte waren sehr träge, sehr teuer. Nur überall mit Drohnen fliegen macht einfach keinen Sinn, weil ich kann trotzdem nicht überall sein. Wir haben viel mit Laserscanner dort gearbeitet, ja. Auch mit klassischen Methoden. Du kriegst einfach diesen Mehrwert nicht und einfach auch nicht zu einem sinnvollen wirtschaftlichen Ergebnis auch. Und das war für uns ein Knackpunkt, wo auch wir sogar überlegt haben, was kann man denn eigentlich tun, wie kann man eine Dokumentation umsetzen. Und irgendwann lag halt dann doch mal das Handy auf dem Tisch, wo wir gesagt haben, naja, also mit dem müssen wir es jetzt machen, weil da kommen wir irgendwie weiter und haben dann geguckt, wie wir das halt sinnvoll umsetzen, sodass wir das auch in die Praxis rausbringen. Und das Thema kommt ja immer mehr, wir werden es nachher noch hören, viele Hersteller gehen immer mehr auf das Thema Handhelds das ist, glaube ich, schon der richtige Weg als Ergänzung zu dem, was es einfach am Markt momentan auch gibt, was auch gut ist für größer dimensionierte Themen. Aber halt für die Detailthemen, die schnell gehen müssen, da brauche ich eben einfache Tools. Und vor allen Dingen können das viel mehr Leute nutzen. Ne? Du brauchst nicht mehr irgendwie den Profi, der nur diese eine Aufgabe hat, sondern eigentlich jeder auf so einer Baustelle kann helfen, zu dieser Dokumentation beizutragen. Ja, vom Grundsatz her klar. Es gibt natürlich immer noch die Themen, die auf jeden Fall fachbezogen umgesetzt werden müssen, keine Frage. Aber gerade eine Kanaldokumentation, das können einfach die Leute auch draußen vor Ort machen, wenn sie wissen, wie es geht natürlich. Aber das sind Themen, da kann man eben einfach auch Aufgaben besser verteilen. Das sorgt natürlich auch dafür, dass ich dann nachher gewisse Ressourcen auch einsparen kann. Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, wenn die Leute wissen, wie es geht, wie viel Schulung braucht man dafür? Das kann man so nicht sagen. Es kommt natürlich immer darauf an, was man macht. Ich kann es bei unseren eigenen Leuten auch sagen. Wir haben immer in der Regel 1-2 Tage Schulung für unsere Geräte, die wir kriegen, egal was es ist nachher. Ja. Und dann muss man einfach auch selber was tun. Also das ist einfach der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Wie mit dem gesamten Thema bin. Man muss selber auch aktiv werden und selber sich mit Sachen beschäftigen und dann funktioniert das halt einfach auch gut, weil dann findet man auch den für sich oder fürs Unternehmen perfekten Prozess, um eben ganz wichtige Themen abzuarbeiten. Das können viele sein. Ja, das klingt jetzt alles total einfach. Woher nehmt ihr denn grundsätzlich diese Erfahrung, dass das technologisch überhaupt geht? Ja, vom Grundsatz her sind wir seit vielen Jahren unterwegs in dem ganzen Thema und gehen Step by Step. Und wir sind da eine Firma, die
ja, schon immer die neuesten Messtechniken einfach auch hatten und einfach auch Spaß dran hatten, die einzusetzen. Das muss man einfach sagen. Sind sicher an manchen Stellen ein bisschen Vorreiter gewesen und vielleicht manchmal wieder auch ein bisschen zu früh mit irgendwas auf der Matte gestanden. Das gibt es auch. Aber vom Grundsatz her sind wir einfach dahingehend technologisch ausgerichtet und das macht da, glaube ich, unseren Leuten Spaß, dass sie oft neue Geräte haben dürfen, ja. Und bringt uns einfach jetzt auch voran mit dem ganzen Thema. Und es ist einfach wichtig jetzt an der Stelle, das auch so, glaube ich, so zu agieren. Und einfach jetzt in der Zeit, wo es, denke ich, bei allen in der Baubranche gut läuft, auch jetzt Investitionen zu betreiben, in die Zukunft Prozesse zu automatisieren oder auch eben dann entsprechende Geräte anzuschaffen. Das ist einfach, ja, der Knackpunkt. Und das, ja, tun wir bei uns im Ingenieurbüro jedes Jahr, ehrlicherweise. Ja, cool. Ich habe mitgenommen zum Thema Infrastrukturneubau, dass es wahnsinnig wichtig ist, das Stichwort Dokumentation, dass da letztendlich alle und jeder irgendwie im Endeffekt auch mit dran beteiligt sind, sei es am Ende über die Dokumentation per Smartphone. Und ich habe mitgenommen, dass Abrechnung am Ende Abrechnung bleibt und dann das doch gar nicht so komplex ist, wie man sich das vielleicht im ersten Moment ausmalt. Ich würde sagen, bevor wir in das Thema Sanierung gucken und uns auch mal mit dem Thema Sanierungsprojekte auseinandersetzen, schauen wir kurz auf unser Mentimeter und haben tatsächlich zwei Fragen für euch mitgebracht. Die erste Frage lautet: Was sind denn die größten Herausforderungen in der Umsetzung? Und ich glaube, das ist total spannend, weil das könnt ihr bestimmt dann auch nochmal hier in der Runde widerspiegeln. Stimmt das mit dem überein, was ihr letztendlich bisher so gelernt habt in euren vielen Pilotprojekten? Aber deshalb lasst uns doch mal hören, was ihr denkt. Was sind in euren Augen die größten Herausforderungen in der Umsetzung? Wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen und werfen einen parallelen Blick drauf und werden das dann so ein bisschen kommentieren, was da reinkommt. Also gerne in die Tasten hauen. Vielleicht könnt ihr schon mal so die ersten Stichworte reinschmeißen. Jeder ein Stichwort vielleicht, Herausforderung. Vielleicht darf ich anfangen mit, klar, tatsächlich das Ganze global gesehen. Ja. Wir haben mit der neuen digitalen Arbeitsmethode tatsächlich einen Kulturwandel vor uns. Also wir müssen dieses klassische, konventionelle, was wir bisher gelernt haben, tatsächlich beiseite legen und neue Werkzeuge lernen, kennenlernen und auch leben lernen in der Zukunft. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die tatsächlich alle Akteure in diesem BIM-Prozess betrifft. Ich glaube, da stimmt ja jeder zu. In jeder Organisation gibt es eben Zugpferde, die da total Lust drauf haben, neue, ja, Technologien auszuprobieren. Und dann gibt es eben vielleicht, ich sag mal, die Gewohnheitstiere, die einfach das machen wollen, was wir bisher auch gemacht haben. Ja. Und das ist eine sehr große Herausforderung, die wir jetzt mit der BIM-Methodik haben. Ja, und wir haben tatsächlich, glaube ich, Tanja, sogar auch schon die erste Antwort hier im Screen. Stichwort Charge Management. Change Management. Change, da habe ich mich verlesen, ist dann doch etwas weit weg für meine Augen. Aber Change Management, ein wichtiges Stichwort. Das ist wieder auch Akzeptanz. Ne? Das Wort ist auch zwei, dreimal in der Runde gefallen. Mag da noch mal jemand drauf eingehen von euch? Vielleicht auch genau auf das Schlagwort. Das heißt, die Prozesse neu zu definieren. Das heißt, die bereits eingefahrenen Prozesse der neuen Methodik anzupassen. Und genau da muss der Wechsel stattfinden. Und genau da muss jetzt ein Aufbruch kommen, um dann die neuen Wege auch gehen zu können. Ja. Dann, was darauf, denke ich, auch noch einzahlt, ist das Thema neue Denkweisen erlernen, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir haben auch noch zwei, drei andere wichtige Punkte. Technische Hürden beispielsweise, Angst vor dem Neuen sehe ich noch als eine Antwort. Das ist auch wieder Kultur. Das Umdenken und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Aller Prozessbeteiligten, das kam auch in deinem Eingangsstatement. Es geht darum, das gemeinsam zu machen. Es geht eben um diesen Kulturwandel. Ich glaube, da haben wir jetzt einige sehr spannende Punkte zusammengetragen. Und ich würde gerne die zweite Frage reingeben in die Runde. Die zweite Frage lautet: Was muss klar geregelt werden, damit die Bauphase optimal funktioniert? Und auch da gerne einfach mal eure Meinung mit uns teilen. Ich glaube, das ist sehr spannend und wir machen einfach mal eine kurze Runde hier bei uns. Wer möchte anfangen? Was sagt ihr? Was muss klar geregelt werden, damit die Bauphase optimal funktioniert? Ich glaube, Heiko und Nico aus der Praxis, aus den Pilotprojekten, fangt gerne mal an.
Also ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, und das merken wir bei uns in den Projekten auch gerade aktuell, wir haben es vorhin schon gesagt, für digitales Arbeiten müssen gewisse Voraussetzungen geschaffen werden. Wir brauchen gewisse Tools, und das wichtigste Tool ist aus meiner Sicht das Thema CDE. Mhm. Sprich, also ich brauche einen Projektraum, der entsprechend gut geeignet ist, um BIM-Pilotprojekte oder BIM-Projekte überhaupt abwickeln zu können und möglichst viel kann natürlich. Und genau da hapert es noch ein bisschen, in dem Fall jetzt bei uns. Ich habe aber schon gehört, da soll was passieren. Genau da sehe ich natürlich schon noch ein bisschen Nachholbedarf, ehrlicherweise, damit dann eben auch ganzheitlich das Ganze auch final betrachtet werden kann. Wobei da kommen jetzt Themen dann ja auch rein in den nächsten Pilotprojekten, glaube ich, nächstes Jahr. Vielleicht darf ich noch ergänzen, und zwar ganz wichtig ist der gemeinsame Blick. Der gemeinsame Blick der Beteiligten auf die Maßnahmen, das gemeinsame Verständnis, was ist zu tun, und das wird definiert über Standards. Und genau da wollen oder müssen wir hin, dass wir da Standards erarbeiten. Und an den Standards, wenn die stimmen, dann stimmt der gemeinsame Blick, gemeinsames Verständnis, und dann müsste es auch klappen. Ja, ein Punkt, der jetzt vor allen Dingen auch noch in der Runde kam, ergänzend zu euren beiden Punkten, ist der Punkt, die Aufgabenverteilung aller Beteiligten. Ne? Die muss irgendwie klar sein, die muss klar definiert sein. Könnt ihr das so bestätigen? Ja, nicken? Ja, klar, okay. Nee, also ganz klar. Thema Rollen in dem BIM-Kontext, die sind sehr, sehr wichtig. Da probiert man auch gerade ein bisschen aus. Also ich kriege das auch von anderen Auftraggebern mit und anderen Projekten. Jeder macht es gerade ein bisschen anders. Liegt einfach auch daran, dass gerade die Auftraggeber unterschiedlich weit sind und der eine oder andere manche Positionen auch mal selber besetzen will. Beim anderen geht es dann in die Richtung, dass er alles abgibt. Und das ist gerade noch im Moment aus meiner Sicht so ein bisschen ein Thema, wo sich alle noch finden müssen. Und wo man auch gucken muss, was ist tatsächlich der richtige Weg und welche Rollen brauche ich zwingend und welche muss ich zwingend besetzen und auch nach außen kommunizieren und welche besetzt man vielleicht auch nur intern für seine eigenen Strukturen, um das alles zu regeln, und kommuniziert dann nur nach außen mit ein paar wenigen Rollen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, was wir jetzt auch bei uns sehen, dass wir das immer mal so ein bisschen auch anders machen. Ja, wie ist es mit dem Punkt Datenschnittstellen? Das ist ein weiterer und für jetzt erstmal der letzte Punkt, den ich noch aufgreifen möchte. Das ist genau das, was Nico vorher angesprochen hat. Die Datenschnittstellen sind natürlich ganz arg wichtig, dass unterwegs in der Schnittstelle nichts verloren geht, dass keine Information verloren geht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, eine gemeinsame Plattform zu haben, in dem der Austausch einfach und unkompliziert und auf gleicher Ebene, sozusagen auf Augenhöhe stattfinden kann. Und dann wird es auch funktionieren. Ja, vielleicht ergänzend. Man muss schon dazu sagen, also es gibt natürlich ja diese Standard-Austauschformate wie IFC oder BCF, die natürlich da sind und noch weitere natürlich. Also es gibt nicht nur die zwei, logischerweise. Und die funktionieren auch nicht schlecht. Also wir haben trotz allem aber auch Probleme, ehrlicherweise, beim Zusammenführen vor allem von Koordinationsmodellen, übergeordneten Modellen, weil dann von vielen Fachplanern die Daten reinkommen. Und da gibt es schon gewisse Verluste. Denen muss man halt auf den Grund gehen. Dafür gibt es einen BIM-Manager, der für sowas verantwortlich ist, oder dann auch einen Koordinator. Und muss einfach gucken, wie man die Sachen dann entsprechend sinnvoll umgesetzt kriegt. Wir haben jetzt aber die Erfahrung gemacht, trotz aller diverser unterschiedlicher Produkte, die mittlerweile eigentlich in den Projekten aufkommen, wir kommen immer ans Ziel. Manchmal wieder hat man ein bisschen mehr Arbeit damit, manchmal wieder funktioniert es gleich. Man holt halt dann auch die Hersteller ins Boot, deren Support-Teams, die unterstützen das sehr gut, was unsere Erfahrungen sind, egal wo man da hinguckt, und kriegt es auch tatsächlich dann sehr, sehr gut umgesetzt. Wenn dann tatsächlich mal was nicht funktioniert oder sowas, dann kann man sich ja immer noch behelfen mit irgendwelchen Dokumenten, Sachen anhängen und so weiter. Das wird aus meiner Sicht gefühlt so von Jahr zu Jahr besser, und wir sind, finde ich, an einem sehr, sehr guten Punkt schon. Also man kann damit arbeiten, und wir stehen überhaupt nicht an einem Problempunkt oder so, in keinem Detail, wo wir sagen, es geht nicht oder sowas. Also das war vor 2-3 Jahren noch ein bisschen anders. Das geht nicht, gibt's nicht, ist, denke ich, ein sehr, sehr guter Schlusspunkt für diesen ersten oder zweiten vielmehr Teil zum Thema Neubau. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt in das Thema Sanierung rein und haben dafür natürlich auch einen kleinen Teaser für euch vorbereitet. Infrastruktur Sanierung. B290.
3 Kilometer Streckenlänge. Projektvolumen rund 1,3 Millionen Euro. Bauzeit 2,5 Monate. Die Aufgabe: Fahrbahndeckenerneuerung und Bauwerkinstandsetzung. Fokus: automatisierte Prozesse in der Planung, Zusammenspiel, Auftraggeber, Planer, Bauüberwachung und Bauausführung. Wir haben in Baden-Württemberg rund 4.200 Kilometer Bundesstraßen und ein Stück davon bekommt, so könnte man es vielleicht ausdrücken, ein kleines Wellnessprogramm. So kann man das, glaube ich, nennen, was da gerade passiert. Und in den letzten 10 Jahren wurden in Baden-Württemberg im Schnitt 250 Kilometer Bundesstraße pro Jahr saniert. Und das ist auch in etwa die Prognose für die nächsten 10 Jahre. Also lohnt es sich hier auf jeden Fall schon erste Erfahrungen zu sammeln und frühzeitig sich das Thema anzuschauen. Und an der Stelle möchten wir jetzt reintauchen in das Thema Sanierung. Nicht Heiko, sondern Tanja, die erste Frage geht an dich. Warum ist denn BIM auch so wichtig für die Straßenerhaltung? Ja, du hast es eigentlich schon in Zahlen gesagt. Wir haben nun mal in Baden-Württemberg ein bestehendes Straßennetz. Und wenn ich noch mal unsere Vision von vorne in Erinnerung rufe, dann wollen wir irgendwann mal an dem Punkt sein, dass wir einen digitalen Zwilling von unserem Straßennetz haben. Und wir müssen jetzt schauen, wie wir Schritt für Schritt unsere Strecken quasi digitalisieren und die in einen digitalen Zwilling zu überführen. Und dafür eignen sich eben diese Erhaltungsmaßnahmen sehr gut, dass wir eben nicht nur die Neubaumaßnahmen digitalisieren, sondern wir gehen auch den Schritt und sagen, alle Erhaltungsmaßnahmen müssen digital abgewickelt werden, damit wir in diesen Digitalisierungsprozess kommen und damit wir eine digitale Grundlage haben für unseren digitalen Zwilling. Ja, wie kannst du das ergänzen, Heiko? Also wichtig in der Straßenerhaltung ist vor allem auch im Zusammenhang mit dem QSBW 4.0, dass wir die Daten, die wir dort erheben, auch das prozessorientierte Arbeiten, dass wir das auch auf Dauer konservieren können und dann in dem Modell auch später wieder abrufen. Das heißt, wo war zum Bauzeitpunkt vielleicht ein Problem, beziehungsweise wo hat man es noch gar nicht absehen können, aber nach 10 Jahren Betrieb tritt ein Problem auf, um dann zurückzuverfolgen oder zu schauen, lag es rein an der Ausführung oder lag es vielleicht aber auch an der Planung beziehungsweise an der Bautechnik. Und so sehen wir große Chancen, das auch zu optimieren und auch immer besser und nachhaltiger zu werden. Ja, also letztendlich heute lernen, sammeln, Daten sammeln und Datenbasis generieren, um das letztendlich über den Verlauf dieser gesamten Inbetriebnahme, über diesen ganzen gesamten Lebenszyklus der Straße hinweg immer wieder zu nutzen und darauf zurückgreifen zu können. Nico, zum Thema Planung. Wie erfolgt denn grundsätzlich die Bestandserfassung als Grundlage für die Planung? Ja, vom Grundprinzip her ist es so, dass dafür gibt es verschiedene Technologien. Die klassische Vermessung, wie man das früher gemacht hat, einzelne Punkte aufmessen und schlussendlich dann Step by Step durchgehen, kommt heute aus meiner Sicht für das Thema BIM nimmer in Frage, weil wir eben zusätzliche Informationen brauchen einfach. Theoretisch geht es über Mobile Mapping Systeme, also fahrbare Untersätze mit Laserscannern oder eben dann über das Thema UAV-Fotogrammetrie, Drohne. Da machen wir relativ viel. Wir haben jetzt letztes Jahr beide Methoden auch angewendet. Je nachdem, wie es dann Sinn macht, auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen. Das sind auch so Themen. Haben aber auch festgestellt, dass das Thema UAV-Fotogrammetrie im Vorfeld ein bisschen höheren Aufwand bedingt, aber letzten Endes dann uns einen Mehrwert gibt. Und das sieht man auch ganz gut mal an einem Beispiel, kann man es ganz gut erklären. Wir haben am Ende des Tages nachher eine Befliegung, wo wir aus Fotos entsprechende 3D-Modelle entwickeln, die wir dann nachher ja, bereitstellen und auch analysieren erstmal. Das heißt, wir gucken erstmal, bevor wir überhaupt was beginnen mit Planen, wie geht es der Straße eigentlich tatsächlich, wie sieht sie wirklich zu dem Zeitpunkt aus, kurz bevor dann auch die Maßnahme umgesetzt wird. Denn wir haben einen sehr, sehr großen Zeitverzug zwischen den eigentlichen Straßendatenaufnahmen, wo die Straßenzustände dann ermittelt werden, zu dem hin, wenn es dann gebaut wird. Das heißt, wir meinen es nochmal ganz aktuell. Man sieht hier jetzt also ein Ergebnis von der Befliegung,
3D-Punktwolke mit Farbinformationen letzten Endes. Das kann jetzt aus einer Drohne kommen oder aus einem Mobile Mapping. Und dann analysieren wir die Oberfläche von der Straße, gucken, wo sind Verdrückungen, setzen dann zum Beispiel auch aus einem gemeinsamen Projekt, das nennt sich AI for Infra, wo wir KI-Methoden entwickeln zur Erkennung von Schäden, unter anderem auch eben dann zum Beispiel eine Risserkennung ein, um Schadstellen zu definieren und zu erkennen. Da sind wir jetzt gerade dran, das auch zu optimieren, eben anhand von den Daten, die jetzt über diese verschiedenen Projekte auch reinkommen, und können das eben dann auf dieser Basis dann nutzen, um auch dann die Sanierungskonzepte, die schon gemacht wurden, nochmal zu hinterfragen, zu prüfen und zu gucken, ist das der richtige Weg oder müssen wir vielleicht womöglich auch was ändern. Ergänzend dazu nutzen wir dann noch Georadardaten, um eben auch modellbasiert nachher eine Planung aufsetzen zu können. Grundsätzlich brauche ich eben die Schichteninformationen. In der eigentlichen Planung, was wir dann aus diesen Daten rausholen, da gehen wir dann so vor, dass wir eben auch über das Projekt, was wir aktuell im Laufen haben, eben auch Objekterkennungen dann haben und eben nicht nur jetzt den eigenen Zustand erkennen können, sondern eben auch irgendwelche technischen Einrichtungen von Straßen, Straßenränder, die Fahrbahnmarkierungen als Beispiel, und die können wir dann eben entsprechend auch abbilden und überführen die erstmal in einen CAD, zweidimensional erstmal, und auf der Basis können wir dann aber auch entsprechend das Ganze in 3D-Modelle überführen, Oberflächenmodelle letzten Endes auch erzeugen mit dem entsprechenden Datensatz und eben den tiefen Informationen auch aus dem Georadar heraus. Was wird dann daraus abgeleitet letztendlich? Letzten Endes erzeugen wir dann tatsächlich auch ein 3D-Modell dann nachher vom Bestand. Ja. So wie es jetzt aktuell draußen aussieht. Das brauchen wir letzten Endes nachher auch, um eben das Thema Ausschreibung mit begleiten zu können, Massen zu ermitteln für die Ausschreibung. Das können wir eben alles innerhalb von einem Modell dann auch abbilden und handeln, führen das dann nachher wieder zusammen mit der entsprechenden Straßenanalyse und bauen das quasi so um, dass wir das dann nachher eben entsprechend als Grundlage auch schon mit rausgeben können, beziehungsweise dann den Planer übergeben können oder gegebenenfalls auch selber dann eine Neuplanung halt aufsetzen. Ja, also wahnsinnig komplex, was da irgendwie zusammenfließt und wie das letztendlich auch aufeinander aufbaut. Und ich würde an der Stelle gerne auch mal tatsächlich ins Thema Qualitätssicherung und Qualitätsstandards schauen. Heiko, wie ist da grundsätzlich der Zusammenhang zwischen dem Thema BIM und QSBW 4.0? Also der Zusammenhang sehen wir so, dass das QSBW 4.0 ein Teilbereich der zukünftigen BIM-Methodik sein wird. Die Ziele sind sind dieselben, deutliche Erhöhung der Qualität, aber auch eine Kostenreduzierung, wenn möglich, und ein vernetztes Bauen bzw. ein prozessorientiertes Bauen. Und genau das ist der Punkt, wo wir sagen, es muss sich eingliedern in einen gewissen Bereich und in dem BIM-Modell im Prinzip das dann für die Nachwelt dann zu konservieren, um zu schauen, wie was funktioniert hat. Ja, wir haben gestartet mit dem Big Picture, haben uns den Neubau angeguckt, jetzt einen kurzen Ausflug gemacht in das Thema Sanierung. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich in den Tech Talk starten, würde ich gerne einfach nochmal die Möglichkeit für euch eröffnen, hier an einer Abstimmung mitzumachen. Das heißt, wir schauen nochmal auf das Mentimeter, und da gibt es jetzt zwei neue Fragen. Zum einen, welche Technologien machen denn eigentlich Sinn für eine flächendeckende Dokumentation? Und da habt ihr verschiedene Antwortmöglichkeiten, die ihr letztendlich auswählen könnt, von dem Thema Baumaschinen und Maschinensteuerung über die Drohnen, Smartphones, Mobile Mapping, all diese Themen, die wir ja gerade auch schon angerissen haben und die wir uns jetzt aber in dem Tech Talk gleich nochmal genauer anschauen werden. Dann über eine nächste Frage, also stimmt gerne ab, wie gesagt, wir springen trotzdem schon mal zur zweiten Frage. Wer soll die Dokumentation denn künftig machen und die Verantwortung dafür tragen? Dazu werden wir gleich nochmal, glaube ich, einen ganz spannenden Teaser sehen. Nichtsdestotrotz schon mal eure Meinung. Also ich war davon total verwirrt. Roboter, Baumaschinen, externe Dritte, was würdet ihr grundsätzlich sagen? Wer soll die Verantwortung letztendlich übernehmen und dafür tragen?
Und ich würde sagen, wir schauen jetzt gemeinsam nochmal auf das Mentimeter und auf die allererste Frage, die wir euch gestellt haben zum Eingang. Die Frage, aus welcher Fachrichtung kommt ihr denn eigentlich? Und das finde ich jetzt total spannend. Ich habe die Ergebnisse selber noch nicht gesehen, aber da schauen wir jetzt direkt mal drauf. Tatsächlich mit Abstand am meisten wurde jetzt angeklickt Sonstige. Da werden wir natürlich nochmal nachfassen müssen im Nachgang, wer das genau dann alles ist, der da zusammengekommen ist. Aber die sonst größte Gruppe, die ich hier entdecke, das sind die Auftraggeber tatsächlich. Also auf Seiten von Tanja und Heiko letztendlich viele Kollegen, die da reingeschaut haben, die sich bestimmt auch mit den AIA auseinandersetzen. Das heißt, das war bestimmt auch ein spannender Punkt, den wir heute besprechen konnten, aber auch Baufirmen, einige mit an Bord und auch Vermesser. Architekten tatsächlich die kleinste Gruppe heute und auch Bauüberwacher noch nicht so groß vertreten, aber ich glaube, dann haben wir direkt auch ein Thema, was wir nächstes Jahr nochmal bespielen können. Und ich sehe auch jetzt gerade in diesem Moment, das ist ja auch nicht schlecht, kommen nochmal einige Stimmen dazu. In Sachen Planer, auch einige weitere Teilnehmer hier in der Runde. Total spannend, dass ihr alle mit dabei seid und spannend, aus welchen Bereichen oder mit welchem Hintergrund ihr auf das Thema BIM schaut. So, ich würde sagen, so langsam können wir wieder rüberkommen in unser allererstes Setting und wir wollen gemeinsam nochmal einen Abschluss, einen Ausblick wagen in die Zukunft auch. Das heißt, wie geht's weiter, wo steuern wir hin? Und Nico, die Frage möchte ich als allererstes an dich stellen. Wo geht letztendlich die Reise hin? Ja, ich glaube, sehr spannend, wenn man das so ein bisschen hört, gerade im Tech Talk. Es wird sich natürlich extrem viel tun in diesem ganzen Bereich. Boston Dynamics Hunde haben wir schon gesehen. Ja. Ist natürlich hochspannend alles. Alle Hersteller geben Gas. Also wir sehen das ja ein bisschen und beschäftigen uns auch damit. Für uns als Ingenieurbüro, wir sind der Meinung, dass sehr viel in Richtung Automatisierung kommen wird. Wir haben die Crane-Kamera jetzt gerade gesehen, ist sicher ein Tool gerade im Ingenieurbau, was hochspannend ist und interessant wird. Ich glaube auch, dass das Thema Drohne natürlich auch weiterhin Einzug hält, keine Frage. Also wir setzen da zumindest auch weiterhin drauf, weil es einfach auch mittlerweile sehr automatisierte Prozesse gibt. Es wird immer einfacher, es wird immer besser auch mit den Daten umzugehen, das Handling wird besser. Ich glaube, dass das Thema Baumaschinen, überhaupt Maschinen, eine große Rolle spielen wird in den nächsten Jahren grundsätzlich, die dann mit Sensoriken arbeiten werden, um irgendwelche Dinge zu erheben, zu erfassen, die wieder rückgespielt werden können, die BIM-Modelle vielleicht sogar direkt mit ihnen kommunizieren und aber auch das Thema Smartphone grundsätzlich. Einfache Handhelds, die wir da haben, die einfach immer dabei sind. Es kann nicht immer jeder überall sein. Ich brauche irgendwas, was ich bei mir tragen kann, wo mir nicht wehtut, wo mich nicht stört. Genau da geht es hin aus meiner Sicht. Da fokussieren wir uns drauf und versuchen einfach auch, diese Technologien möglichst auch zueinander zu bringen, damit es auch relativ einfach wird für alle Beteiligten, dann nachher mit diesen Dingen umzugehen und es irgendwo auch eben kompakt abgebildet werden kann innerhalb eines BIM-Projekts. Okay, das heißt, schneller werden, effizienter werden, das ganze zeitsparend tun. Das waren jetzt mal so die Dinge, die ich mitnehme. Heiko, wo geht die Reise hin, vor allen Dingen, wenn wir uns das im Kontext des BIM-Masterplans anschauen? Also für uns ist BIM gekommen, um zu bleiben. Das heißt, wir müssen und werden damit umgehen. Wir werden Erfahrungen sammeln, um mit und für den bundesweiten Standard festlegen zu können. Das heißt, wir wollen einfach draußen die Praxiserfahrung wieder in die Theorie spiegeln, um auch dann im großen Ganzen, in dem ganzen Zusammenhang auch lösbare, umsetzbare Aufgaben zu bekommen und dann auch ganz klar vor Ort die BIM-Methodik gewinnbringend einsetzen zu können. Ja, und 2022 konkret, Tanja, was steht für euch auf dem Plan? Ja, zum einen sind es unsere Pilotprojekte. Wir müssen jetzt quasi in die Praxis reingehen und hier die Arbeit intensivieren, damit wir in der Praxis lernen. Und dann müssen wir als Organisation, als Straßenbauverwaltung auch viele zentrale Aufgaben bewältigen. Wir hatten es vorhin schon, wir haben in Hardware investiert dieses Jahr. Nächstes Jahr liegt unser Fokus in die Software. Wir möchten uns auf Softwareanwendungen festlegen und möchten die bereits nächstes Jahr unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen, damit sie in die Praxis kommen. Ganz wichtiges Thema, heute haben wir es schon gehört, das Thema CDE-Projektplattform. Wir haben vor, nächstes Jahr für unsere Straßenbauverwaltung eine CDE auszuschreiben, damit wir für alle Projekte im Land, alle BIM-Projekte
im Land eine einheitliche Projektplattform zur Verfügung stellen können. Das ist unser Ziel. Das sind so die, ich sag mal, die Hauptaufgaben, die so die Technologie betrifft. Und da haben wir ganz klar so einen kontinuierlichen Prozess. Wir müssen schulen. Mhm. Wir müssen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier auch tatsächlich auch ein bisschen die Theorie mitgeben, damit die, ja, ich sag mal, 25 in den Regelprozess gehen können. Heiko hat schon gesagt, BIM ist da und BIM wird auch tatsächlich bleiben. Für uns heißt es jetzt, wir müssen jetzt den digitalen Wandel eigentlich mitgestalten und nicht nur wir als Straßenbauverwaltung, sondern tatsächlich mit allen gemeinsam, also mit allen Beteiligten, die heute dabei sind. Alle müssen jetzt an einem Strang ziehen. Wir müssen jetzt den digitalen Wandel bewältigen und das können wir nur gemeinsam. Das war ein wahnsinnig schönes Schlusswort, den Wandel gemeinsam gestalten. Vielen, vielen Dank für eure Einblicke. Ich habe total viel gelernt heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und uns diesen Einblick in die Praxis gewährt habt. Ja, das war ein Überblick über all die Themen, die im Bereich BIM schon da sind, die in Zukunft kommen werden. Und ich finde, wir haben total viel gelernt, zum einen zum Neubau, aber auch zum Thema Sanierung. Und wir haben uns auch das Thema Technologie angeguckt. Was kommt da? Was macht Sinn? Wir haben gelernt, dass es vor allen Dingen einfach sein muss. Es muss schnell zu bedienen sein und am besten ja für jedermann auch zu bedienen. Und für mich ist ganz besonders toll, dass wir heute so viele Praxisbeispiele gesehen und gehört haben. Das lag uns ganz besonders am Herz, diese Session so zu gestalten, dass letztendlich wir aus der Praxis berichten, dass wir über nichts philosophieren, was ja nicht auch schon erprobt wird aktuell im Rahmen der Pilotprojekte. Uns geht es vor allen Dingen darum, hier einen Erfahrungsaustausch zu schaffen, eben gemeinsam an diesen Themen zu arbeiten, auf einer fachlichen Ebene, sowohl positive, aber vielleicht auch negative Erfahrungen auszutauschen, zu schauen, was kann man denn eigentlich in Zukunft besser machen, und Tanja hat es so schön gesagt, gemeinsam an diesem Wandel zu arbeiten und da letztendlich ja auch in eine Vorreiterrolle zu gehen und vorne mit dabei zu sein, wenn dieser Wandel vorangetrieben wird. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, die offen sind, wo ihr sagt, hey, da würde ich gerne noch mal mehr erfahren, da habe ich noch eine Rückfrage, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@vigram.com. Da erreicht ihr uns und könnt auch alle Fragen, alle offenen Punkte im Nachhinein noch mal stellen und dann klären wir die. Und ich habe noch einen zweiten Hinweis an euch, und zwar wird es natürlich die Aufzeichnung dieses Events auch im Nachgang auf YouTube bei Vigram geben. Also wenn ihr da noch mal was nachschauen möchtet, dann könnt ihr das jederzeit tun. Und natürlich auch den Link zu dem Talk an all eure Kollegen aus der ganzen Industrie letztendlich schicken und weiterspielen, denn wir wollen das Thema natürlich vor allen Dingen in die Breite tragen. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!